Herzlich willkommen bei McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder eine Spezialität vom Grill, nämlich den deutschen Küchenklassiker, der falsche Hase. Eigentlich ja passend zu Ostern, aber es ist an sich ja nur Hackbraten, der geht immer. Und wie der funktioniert, wie wir den machen, das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Und wir legen auch schon gleich mit den Zutaten los, die wir fürs Rezept heute brauchen. Das genaue Rezept und Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben zum ersten einmal gemischtes Hackfleisch. Wir brauchen Milch. Dann braucht ihr einen Senf. In meinem Fall ist es die neue Soße von den Sizzle Brothers, die Honey Mustard Soße. Dann haben wir hier heute passend zum Hackfleisch den Bürgermeister, das Hackfleischgewürz aus meiner Gewürzserie. Wir brauchen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Dann haben wir hier Schnittlauch. Frischer wäre natürlich besser. Ich habe leider nur getrockneten heute. Wir brauchen frische Eier, dann brauchen wir gekochte Eier oder auch Ostereier und Toastbrot bzw. altbackene Semmeln. Wir legen dann auch schon gleich mit den Brutzeln los. Zubereitet wird das Ganze heute auf dem Weber Genesis Gasgrill. Und prinzipiell könnt ihr jetzt eine Pfanne aufstellen oder in meinem Fall, ich habe hier heute einfach mal die Plancha aufgestellt. Funktioniert genauso, da geben wir uns erstmal einen kleinen Schuss Öl drauf. Und wir werden anfangen, dass wir uns unsere Zwiebeln hier drauf geben. Genauso unseren Knoblauch. Und das alles lassen wir jetzt hier drin erst einmal schön anschwitzen, dass unsere Zwiebeln glasig werden. Das auf niedriger Temperatur, denn wenn ihr da Vollgas drauf gibt, dann werden unsere Zwiebeln braun. Ist zwar an sich auch nicht verkehrt in diesem Rezept, aber wir wollen die nur glasig haben. Während die Zwiebeln hinten anschwitzen, starten wir mit den Vorbereitungen. Wir haben hier einmal Toastbrot. Idealerweise habt ihr da altbackenes Brot, aber das habe ich nicht gehabt, deswegen tut es Toastbrot auch. Das macht euch einfach bloß ein bisschen klein. Gebt es in eine Schüssel rein. Dann verteilen wir hier die Milch drüber und wir lassen den Toast erstmal richtig schön mit Milch aufsaugen. In der Zeit können wir unser Hackfleisch schon mal ein bisschen einwürzen. Das verteilt ihr euch in einer Schüssel oder wie ich hier in der Konzisschale. Da geben wir zuallererst ein bisschen Würze drauf, mein Bürgermeistergewürz. Da darf reichlich was dran, das Ganze soll ja auch noch was schmecken. Alternativ könnt ihr natürlich auch noch Salz und Pfeffer verwenden, wenn ihr mögt. Es darf eine ordentliche Menge Senf dran. Also es reicht der normale Senf auch, aber heute hier mit dem Honey Mustard so einen leichten süßen Touch noch mit dabei. Das eignet sich bestimmt perfekt. Um so einen schönen farblichen Akzent zu setzen, nehmen wir hier ein bisschen Schnittlauch und geben den hier mit dazu. Da habe ich ja gesagt, idealerweise ist es frischer Schnittlauch und wir geben unsere drei Eier dazu. Es kommen unsere leicht angeschwitzten Zwiebeln und der Knoblauch mit dazu. Und dann heißt es einmal rein mit den Händen und das alles wird kräftig vermengt und durchgemischt. Richtig, ihr habt es erahnt, wir haben ja noch eine Zutat, nämlich unser Toastbrot, unser eingeweichtes. Das werdet ihr einfach nur ein bisschen ausdrücken und das werden wir jetzt hier auch einfach belanglos mit dazugeben. Aber jetzt geht es dann auch wirklich los mit dem Kneten. Das Toastbrot sorgt natürlich zusammen mit dem Ei für richtig schöne Bindung, hat aber nicht nur den Bindungseffekt, sondern auch, dass unsere Hackfleischmasse nett zusammenfällt, wenn man es dann anbrät, also nicht so dolle, so stark zusammenfällt. Wem die ganze Masse hier in Summe dann zu pumpig ist, der kann natürlich auch sagen, der gibt da noch ein bisschen Semmelbrösel mit dazu. Ist aber nicht vonnöten, denn so ist das Ganze richtig schön saftig. Und wir kneten jetzt einfach mal so lange, bis wir da eine richtig schöne Masse haben. Und nach ein paar Minuten kneten haben wir hier eine richtig schöne homogene Masse zusammengebracht. Da formt euch jetzt hier so die klassische Form von so einem Hackbraten bzw. ja, falscher Hase. Und jetzt machen wir das Ganze hier zum falschen Hasen. Wir werden uns jetzt hier in der Mitte noch so eine Kuhle hier frei machen, denn da müssen jetzt noch unsere Eier mit rein. Oh man, diese gekauften Ostereier, auch jedes Jahr gefühlt beschissener, wie die zum Schälen gehen. Aber egal. Und unsere Eier werden wir uns jetzt hier einfach in diese Kuhle da einsetzen. Und dann formen wir das Hackfleisch hier nochmal außen einmal rum. Viele werden sich jetzt sicherlich denken, oh, da wäre doch sicherlich Bacon außenrum richtig cool. Na klar wäre es richtig cool, aber dann sind wir hier schon wieder bei einer Bacon Bomb. Das ist heute hier eher nicht so angebracht. Kann man natürlich auch machen, wenn man möchte.
aber wir machen das so heute nicht. Ja, und dann ist unser Hackbraten soweit fertig und wir wandern wieder rüber an den Grill bzw. die Plancha. Und die Plancha hat jetzt schön Temperatur, ist nochmal eingeölt und dann starten wir, dass wir uns unseren Hackbraten hier einmal rüberlegen. Mit den Kellen oder mit den Händen könnt ihr jetzt hier alles nochmal schön zurechtformen in die Form, wie es braucht. Und ich denke, das schaut so sehr solide aus. Und dann lassen wir unseren Braten jetzt hier einfach mal anbraten, dass der schön Farbe bekommt. Noch eine kurze Anmerkung, wenn ihr sagt, das ist euch hier ein bisschen zu tricky mit dem Rüberheben. Ihr könnt das Ganze auch auf Backpapier legen und den dann einfach hier so rüberfallen lassen. Das ginge natürlich auch, aber das könnt ihr machen, wie es für euch am einfachsten und am bequemsten ist. Nach guten 3-4 Minuten sollt ihr unten schon ein bisschen Farbe bekommen haben. Und jetzt kommt für mich persönlich der schwierigste Part, denn wir müssen den ganzen Braten erst einmal wenden. Also ich schaue, dass ich jetzt hier mit meinen Spachteln, Kellen hier einmal drunter komme. Und dann werden wir den Apparillo einmal wenden. Naja. Also 100% kriegen wir den jetzt hier nicht mehr zusammengeklebt. Da stellt sich jetzt die Frage, lag es daran, dass wir jetzt hier mit der Kelle drunter sind und das alles geplatzt ist, oder haben wir einfach zu wenig Bindung? Zu wenig Bindung glaube ich jetzt eher mal nicht. Also von dem her vermute ich, dass es einfach hier das Problem war mit der Kelle. Ist ein bisschen tricky. Jetzt hoffen wir, dass es von der anderen Seite ein bisschen besser klappt. Denn jetzt haben wir ja dann schon, wenn wir auf beiden Seiten angebraten haben, eine gewisse Stabilität. Dann werden wir den einfach wieder zurückdrehen. Das mache ich diesmal mit den Händen, auch wenn es warm werden könnte. Aber dann haben wir einfach die hässliche Seite unten. Das ist dann nicht weiter tragisch. Wenn die andere Seite auch hässlich ist, tja, dann haben wir halt die Arschkarte. Schaut dann optisch nicht schön aus, aber es geht hier um den Geschmack und ihr seht auf jeden Fall schon mal, was hier für Gefahrenquellen auf euch zukommen könnten. Und jetzt lassen wir das hier auch nochmal weitere 3-4 Minuten schön anbrutzeln. Und da sind wir dann auch wieder. Ich habe jetzt hier schon mal den Rost in die Konzischale gestellt und hier oben ein Backpapier draufgelegt, dass wir den Braten dann einfach schön herunterbringen. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir lösen uns den Braten hier jetzt mal von der Plancha in der Hoffnung, dass da nicht so viel kleben bleibt. Also ich werde es dann trotzdem hier mit den zwei Spachteln wieder probieren. Und jetzt werden wir den versuchen, einmal hier umzudrehen. Shit. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Also ist wirklich sehr schade, dass der jetzt hier so in der Mitte aufgerissen ist. Das Ganze können wir dann später vielleicht noch mit ein bisschen Käse kaschieren. Da werden wir ein bisschen rumtricksen, aber in diesem Moment können wir jetzt hier einfach mal nicht mehr machen, außer dass wir uns hier noch einen Temperaturfühler einmal in der Mitte positionieren werden, denn wir schauen, dass wir jetzt hier eine Temperatur von gut 75 Grad, 70 bis 75 Grad zusammenbekommen werden. Ich sage jetzt mal pauschal, eine Stunde wird es dauern bei der Größe, die wir hier haben. Genau werde ich euch sagen dann, wie lange wir gebraucht haben, wenn es soweit war. Wir brauchen jetzt eine indirekte Hitze, also das heißt hier mittlerer und rechter Brenner lassen wir an. Ja, das Ganze wird eingeregelt bei gute 170 Grad und dann heißt Deckel zu und wir sehen uns dann nachher wieder. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück. Ich lupfe jetzt hier mal den Deckel. Ihr könnt euch dabei mal das Ergebnis hier angucken. Und ich möchte euch das Ganze jetzt hier mal schnell zeigen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Also insgesamt waren jetzt 40 Minuten, wo vergangen sind. Und wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 71 Grad. Das ist schon mal sehr gut. Und die letzten 10 Minuten, wo das Ganze jetzt noch dauern soll, werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen da kaschieren, wie ich es gesagt habe. Mehr Käse habe ich jetzt leider nicht daheim gehabt. Aber das sollte reichen, dass wir hier einfach in der Mitte das aufgeplatzte bisschen kaschieren. Wir sind schon raffiniert, gell? Meine Ausbilderin hat in der Lehrzeit immer gesagt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und recht hat sie gehabt. Also der Käse, wenn jetzt dann hier ein bisschen überschmolzen ist, dann sollte das Ganze eigentlich vernünftig aussehen. Von unserem Riss ist fast nichts mehr zu sehen. Nur ihr wisst es, weil ihr das Video eben gesehen habt. Und ja, dann Deckel nochmal zu. Es ist extrem windig hier. Und dann sehen wir uns nachher wieder mit dem fertigen Ergebnis am Tisch. Ja, Freunde, unser falscher Hase Hackbraten ist jetzt fertig und der sieht unfassbar geil aus. Ihr dürft euch das Ganze jetzt hier nochmal aus der Nähe angucken und dann werden wir den anschneiden.
Also ich denke, das Ergebnis hier kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und in Fachkreisen würde man da wahrscheinlich sagen, das Ganze hier ist verbrannt. Ich nenne das Ganze Röstaromen. Gibt Schlimmeres. Und ja, Freunde, dann ist der spannende Augenblick. Wir werden hier einfach mal einen schönen Mittelschnitt praktizieren. Also saften tut das Ganze hier schon richtig ordentlich. Oh, und schaut her. Also das kann sich doch definitiv sehen lassen. Die Eier vielleicht ein bisschen mickrig, aber die Eier sollen ja hier bloß auch, naja, Deko sein. Ja, und dann hätte ich gesagt, schneiden wir uns hier mal zwei schöne Stückerl runter, dass ihr auch seht, dass das Ganze hier wirklich auch Bindung hat. Also hervorragend. Tja, und dann hätte ich gesagt, ist probierende Zeit und da sehen wir uns gleich wieder. Alle Fotos sind geschossen, der Rest vom Braten ist jetzt wieder hinten in den Grill reingewandert zum Warmhalten. Und ich hätte gesagt, wir werden das Ganze jetzt einmal probieren. Natürlich das schöne Stück in der Mitte mit Ei und mit Käse. Und dann heißt es guten Appetit, Freunde. Einfach nur lecker, Freunde. Lecker, mega geil. Bei so einem Braten könnt ihr einfach nichts verkehrt machen. Hackfleisch ist eh immer geil. Das Ganze schön gewürzt. Was richtig cool kommt, ist dieser leicht süße Geschmack von dem Honey Mustard von den Sizzle Brothers. Gefällt mir richtig, richtig gut. Natürlich hätte man es auch sagen können, man hätte ein bisschen Barbecue-Soße mit ranklatschen können. Hätte dem Ganzen dann den nötigen Barbecue-Style verpasst, so wie sie das eigentlich gehört. Aber hier so einfach mal fernab von ganz normalem Senf. Einfach so eine süße Note mit dabei. Richtig, richtig cool. Und ja, ansonsten Eier eh immer geil in jeglicher Form und Art und schmeckt einfach mega gigantisch. Vor der Kerntemperatur hätte man vielleicht sagen können, dass man doch nochmal 5 Grad runter geht, so auf 65 Grad, nicht 70 oder 75. Vielleicht sogar schon ein Ticken zu weit fortgeschritten vom Gargrad, ist aber individuelle Geschmackssache. Ich mag es ja fast immer roh, also schlimm genug, dass wir das Ding überhaupt angebraten haben. Ne, Quatsch, Spaß beiseite. Ja, das wäre so das, was ich sagen könnte. Die Kombi an sich natürlich mega geil und ihr habt gesehen, vor der Bindung her hat das alles super geklappt. Natürlich ein paar Fauxpas hier, dass das Ganze ein bisschen aufgeplatzt ist, aber habt ihr gesehen, wie ihr dem Ganzen entgegenwirken könnt. Und mit Tricks wie Backpapier, was ich euch gesagt habe, das Ganze mal rüberrollen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man kann das Ganze schön anbraten. Ich probiere es hier nochmal ein Stückchen, Freunde. Naja, und in Summe vielleicht sogar wirklich ein bisschen zu lasch Gewürz. Also da hätte noch einiges an Gewürz ranken von meinem Bürgermeister-Gewürz oder eben Salz und Pfeffer. Da habe ich mir nicht traut, habe gedacht, bevor das Ganze überwürzt wird. Jetzt weiß ich, da hätte mehr herangekommen. Muss man einfach mal sich trauen, da ordentlich was heranzuhauen. Aber ist nicht weiter schlimm. Gibt auch eine Soße dazu. Ich habe da jetzt eine einfache, schöne Bratenschüssel mit ein bisschen Sahne aufgegossen. Ein paar Karöttchen mit rein, dass man so eine schöne Hackfleischsoße eben hat. Dazu gibt es ein paar Kartoffeln und einen Gurkensalat. Fertig ist ein perfektes Sonntagessen. Und mit diesen Worten komme ich dann auch zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn es so war, gebt einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer McAllister.